تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تاك بدعيا لعلك تفلح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Der Tawhid bei Ahl Sunnah besteht aus drei verschiedenen Kategorien. Zum einen aus dem Tawhid al-Rububiyyah, zum anderen aus dem Tawhid al-Uluhiyyah und ebenso aus den Asma wa Sifat, also aus den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt aber auch, dass wenn eine Person Fehler aufweist in einer von diesen drei Kategorien, dass der Tawhid von dieser Person nicht vollständig ist oder auch in manchen Fällen gar nicht erst vorhanden ist. Wenn eine Person eine Kategorie von diesen drei Kategorien oder von diesen drei Arten des Tawhid nicht vervollständigt hat und Fehler in einer dieser drei Kategorien hat, so hat sie Fehler in ihrem Tawhid-Verständnis. Und einer dieser drei Arten des Tawhid ist, wie gesagt, der Tawhid hinsichtlich den Asma wa Sifat, also den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir über diese Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala sprechen, dann muss uns erst einmal klar werden, dass niemand Allah subhanahu wa ta'ala besser kennt als er selber. Es gibt niemanden, der Allah subhanahu wa ta'ala besser kennt als Allah subhanahu wa ta'ala selbst. Und daraufhin der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gibt es keinen Menschen, der Allah subhanahu wa ta'ala besser kennt als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warum? Ganz einfach. Da der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Offenbarungen von Allah subhanahu wa ta'ala erhalten hat. Und wenn wir uns diese Asma Sifat, diese Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala anschauen, so sehen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala in seinem edlen Buch, in dem Koran, uns einige Namen und Eigenschaften offenbart hat. Und ebenso der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns in der Sunnah einige Namen und Eigenschaften verdeutlicht hat, was im Endeffekt nichts anderes als eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Und also die Herangehensweise von Ahl Sunnah ist, dass wir hinsichtlich den Namen und Eigenschaften das bestätigen, was Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat. Und dass wir das abschreiben oder verleugnen, was Allah subhanahu wa ta'ala sich selbst gegenüber abgeschrieben hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala abgeschrieben hat. Ohne eine von diesen Eigenschaften zu verleugnen, ohne eine von diesen Eigenschaften eine Interpretation zu geben, wie sie von der äußerlichen Bedeutung her sozusagen nicht erklärt werden kann. Und ebenso vergleichen wir diese Eigenschaften und diese Namen nicht mit der Schöpfung. Und ebenso stellen wir sie uns nicht in unseren Verständen, in unseren Köpfen vor. Wenn wir diesen Satz, den ich gerade erwähnt habe, jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen. Und ich fange dabei nicht mit der Bestätigung an, denn auf die kommen wir etwas detaillierter, sondern ich beginne mit der Ablehnung. Wir lehnen das ab hinsichtlich Allah subhanahu wa ta'ala, was er sich selbst gegenüber abgelehnt hat. Und ebenso der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala lehnt beispielsweise ab, dass er ein Kind hat. Allah subhanahu wa ta'ala lehnt ab, dass er müde wird, dass ihn Müdigkeit ergreift, dass er schläft, dass er stirbt. Diese Sachen lehnt Allah subhanahu wa ta'ala ab. Also machen wir als Ahl Sunnah was? Wir lehnen sie ab. Wir lehnen sie ab. Wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat keine Kinder. Allah subhanahu wa ta'ala ergreift keine Müdigkeit. Das ist hinsichtlich dem sozusagen Abschreiben, dass wir verleugnen und dass wir Allah subhanahu wa ta'ala die Sachen abschreiben, die er sich selbst abgeschrieben hat und die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihm abgeschrieben hat. Kommen wir auf die erste Sache zu sprechen, und zwar auf das Bestätigen der Eigenschaften. Die Glaubenslehre von Ahl Sunnah, wie ich bereits schon gesagt habe, ist, dass wir bestätigen, was Allah subhanahu wa ta'ala hinsichtlich sich selbst bestätigt hat. Und ebenso der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Um hier auf ein Beispiel zu sprechen zu kommen, nehmen wir uns beispielsweise die Eigenschaft, die sich Allah subhanahu wa ta'ala selbst im Koran zugeschrieben hat, und zwar die Eigenschaft der Hände. Allah subhanahu wa ta'ala hat sich an mehreren Stellen in seinem edlen Buch die Eigenschaft der Hände zugeschrieben. Wir als Ahlus Sunnah bestätigen also genau das, was Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat. Denn wir sind Muslime, und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache sagt, dann sagen wir hören und gehorchen. Und wir ergeben uns diesen Worten von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala schreibt sich selbst Hände zu, also schreiben wir Allah subhanahu wa ta'ala diese Hände zu. Und wir schreiben ihm diese Hände zu und verleugnen nicht die tatsächliche Bedeutung, sondern wir bestätigen diese. Das heißt, wenn uns jemand fragt, okay, ihr bestätigt, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände, aber ist damit nicht die Macht gemeint? Dann sagen wir nein. Damit sind Hände gemeint. Und wenn uns jemand fragt, ihr bestätigt also, dass Allah subhanahu wa ta'ala Augen hat, meint ihr damit nicht, dass Allah subhanahu wa ta'ala schützend ist, dass er schützt? Dann sagen wir, natürlich, Allah subhanahu wa ta'ala schützt. Aber diese Eigenschaft der Augen, wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala tatsächliche Augen hat. Und wir bestätigen, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat und dass das Hände sind. Und das ist keine Metapher für irgendeine andere Eigenschaft. Denn kehren wir nochmal zum Anfang zurück. Niemand kennt Allah subhanahu wa ta'ala besser als er selbst. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala keine Hände hätte, dann hätte er sich diese nicht zugeschrieben. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala damit eigentlich, also mit den Händen, die Macht meint, dann hätte er auch gesagt, die Macht. Oder kann Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht ausdrücken? Kann Allah subhanahu wa ta'ala sich nicht ausdrücken? Oder kann Allah subhanahu wa ta'ala nicht sagen, was er sagen möchte? Spricht Allah subhanahu wa ta'ala in Rätseln, sodass wir ihn nicht verstehen und der Koran und die Sunna ein Rätsel ist, das man erst einmal lösen muss, um den Islam zu verstehen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu verstehen? Das ist nämlich die Aussage von diesen Leuten, die diese Eigenschaften uminterpretieren wollen oder sie komplett verleugnen wollen. Wenn du sagst, mit der Hand ist die Macht gemeint, verstehst du Allah subhanahu wa ta'ala besser als er sich selbst? Wenn du am Tage der Auferstehung vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst und er dich fragt, o mein Diener, ich habe doch in meinem edlen Buch und auf der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigt, dass ich Hände habe. Warum hast du diese Hände verleugnet? Warum hast du mir diese Hände abgeschrieben? Was willst du dann sagen? Willst du sagen, weil mein Verstand mir das so gesagt hat? Und du machst deinen begrenzten Verstand über die Offenbarungstexte von Allah subhanahu wa ta'ala? Was willst du an diesem Tag sagen? Und wer wird erfolgreicher sein als eine Person, die gefragt wird, oh mein Diener, warum hast du mir Hände zugeschrieben? Und dann sagt dieser Diener, ja Allah, ich habe dir das zugeschrieben, was du dir selbst zugeschrieben hast. Und ich bin deinen Worten unterwürfig gewesen. Ich habe nur das dir sozusagen zugeschrieben, was du dir selbst zugeschrieben hast. Ich habe das bestätigt, was du bestätigt hast und was dein Gesandter bestätigt hat. Welche Person von diesen beiden wird am Tage der Auferstehung zu den Gewinnern gehören? Die Person, die bestätigt hat, was Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam bestätigt hat, oder die Person, die Worte von Allah subhanahu wa ta'ala hinter seinen Rücken geschmissen hat und auf seinen Verstand gehört hat. Wenn wir diese Eigenschaften bestätigen, so müssen wir aber auf verschiedene Sachen achten. Erst einmal haben wir gesagt, bestätigen wir die tatsächliche Bedeutung. Wir interpretieren diese also nicht um und sagen, mit der Hand ist die Macht gemeint und mit den Augen ist der Schutz gemeint und mit dem Istiwa ist das sozusagen Übernehmen gemeint. Und zum anderen vergleichen wir diese Eigenschaften nicht mit der Schöpfung. Wenn eine Person also kommt und sagt, ihr behauptet, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände und der Mensch hat doch Hände, also habt ihr Allah subhanahu wa ta'ala mit den Menschen verglichen, so sagen wir nein. Das ist nicht unsere Glaubenslehre von Ahl Sunnah. Unsere Glaubenslehre von Ahl Sunnah ist das Bestätigen der Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, ohne diese mit der Schöpfung zu vergleichen. Wir von Ahl Sunnah vergleichen die Eigenschaften nicht mit der Schöpfung, die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts und niemand ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts und niemand ähnelt Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, wir sagen nicht, dass die Hand von Allah subhanahu wa ta'ala wie die Hand der Schöpfung ist. Wir sagen nicht, dass die Augen von Allah subhanahu wa ta'ala wie die Augen von uns sind. Und wer das sagt, der hat den Islam verlassen. Wer das sagt und dieses Glaubensverständnis trägt, der hat keinen Anteil im Islam. Denn diese Person hat tatsächlich Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen. Aber das machen wir nicht. Vielmehr lehnen wir dieses ab und verabscheuen dieses. Aber das führt uns nicht dazu, dass wir die Eigenschaften verleugnen, so wie es die Erneuerer gemacht haben. Denn als sie gehört haben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände haben soll und ein Gesicht haben soll und Augen haben soll, so haben sie, und das war das Erste, was in ihren Verstand gekommen ist, gesagt, Allah soll Hände haben, aber wir haben doch auch Hände. Und Allah ist nicht wie die Schöpfung, also lehnen wir diese Eigenschaft ab. Wir lehnen ab, dass Allah subhanahu wa ta'ala Hände hat. Was haben sie tatsächlich gemacht? Sie haben Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen. Nicht wir, was sie uns vorwerfen. Denn wir sagen ganz klar, Allah subhanahu wa ta'ala hat Hände, aber diese Hände sind nicht wie die Hände der Schöpfung. Aber diese Leute, was haben sie gemacht? Diese Erneuerer? Sie haben sofort Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen. Allah hat Hände und wir haben Hände. Also müssen wir Allah subhanahu wa ta'ala die Hände abschreiben. Erst einmal haben sie also was? Allah mit der Schöpfung verglichen und daraufhin haben sie die Eigenschaften verleugnet. Und wenn sie diese Eigenschaften uminterpretieren, weil sie sagen, ja, wir vergleichen nicht Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung und das ihre Herangehensweise ist, sie werden niemals aus diesem Teufelskreis entkommen. Wenn wir sie fragen, okay, was meint Allah subhanahu wa ta'ala mit der Hand, dass er selber Hände hat, dann sagen sie, damit ist nicht die Hand gemeint, sondern die Macht, denn der Mensch hat auch Hände. Hat der Mensch keine Macht? Der Mensch hat doch auch eine Macht. Die Geschöpfe haben doch auch eine Macht. Also habt ihr jetzt hier nach eurem Verständnis wieder Allah subhanahu wa ta'ala mit der Schöpfung verglichen. Und das wird immer so weitergehen. Egal in welche Eigenschaft sie versuchen, diese tatsächlichen Eigenschaften umzuinterpretieren, es wird immer etwas sein, was auch die Schöpfung hat. In einer bestimmten Art und Weise. Und so kommen sie aus ihrer falschen Glaubenslehre nicht raus. Und sie verfolgt sie immer und immer wieder. Wir bestätigen also die Eigenschaften. Wir bestätigen die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala, ohne diese mit der Schöpfung zu vergleichen, ohne sie abzulehnen, ohne die Bedeutung in eine andere Bedeutung zu interpretieren, dass wir sagen, nein, mit der Hand ist die Macht gemeint. Noch stellen wir uns diese Eigenschaften vor. Wenn eine Person hört, Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Hand und sie sagt, okay, ich glaube nicht daran, dass diese Hand wie die Hand der Schöpfung ist. Aber sie malt sich in ihrem Verstand aus, wie diese Hand aussieht. Wir sagen auch, dies ist absolut verboten. Und egal, was dein Verstand dir zeigen wird, es ist nicht die tatsächliche Hand von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum? Das, was der menschliche Verstand sich vorstellt, ist nichts als ein Vergleich zu etwas, was er mal gesehen hat. Wenn ich dir beispielsweise erzähle von einem Mann, der ein Mörder ist, dieser Mann ist ein Mörder, du wirst dir allgemein, oder wenn ich sage, dieser Mann ist ein Mörder und die Menschen haben Angst vor ihm, sobald man ihn sieht, bekommt man Panik und Angst. Sofort hast du in deinem Kopf ein Bild von diesem Mann gemalt. Du hast dir vorgestellt, wie wird dieser Mann wohl aussehen. Und das, was du dir vorgestellt hast, ist entweder etwas, was du mal in der Realität gesehen hast. Einen großen, kräftigen Mann vielleicht, der böse aussieht. Oder du hast dir etwas vorgestellt, was du mal in deinem Traum gesehen hast. Oder in einem Film. Vielleicht ein Monster, ein großes Monster, was 3-4 Meter groß ist und vielleicht ein abscheuliches Gesicht hat. Du stellst dir also immer etwas vor, was du bereits schon mal in deinem Leben gesehen hast oder in einem Film oder sonstiges. Und all das sind natürlich Geschöpfe. All das ist Erschaffenes. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist der Schöpfer und er ist nicht erschaffen. Und deswegen kannst du dir Allah subhanahu wa ta'ala nicht vorstellen. Und deswegen lehnen wir es ebenso ab, dass wir uns die Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala vorstellen. Und das ist die Glaubenslehre von Ahlus Sunnah hinsichtlich den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt noch einmal zusammengefasst, wir bestätigen, was Allah subhanahu wa ta'ala sich gegenüber bestätigt hat. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala bestätigt hat. Und wir lehnen ab, was Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber sich selbst abgelehnt hat. Und was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in seiner authentischen Sunnah Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber abgelehnt hat. Und wir bestätigen diese Eigenschaften, ohne sie mit der Schöpfung zu vergleichen, ohne sie zu verleugnen. Wir verleugnen diese Eigenschaften nicht. Und wir interpretieren sie auch nicht um in eine Bedeutung, die dem äußeren Wortlaut widerspricht. Wenn eine Person hört Hand, dann weiß sie sofort, was mit der Hand gemeint ist. Und das bestätigen wir Allah subhanahu wa ta'ala gegenüber und interpretieren diese Eigenschaften nicht um. Noch stellen wir uns Allah subhanahu wa ta'ala oder irgendeine Eigenschaft von ihm in unserem Verstand vor und dieses ist nicht möglich. Und das ist die Glaubenslehre von Ahlus Sunnah hinsichtlich den Namen und Eigenschaften von Allah subhanahu wa ta'ala. إذا ما اعتقدت الدهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح